Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso, im Tagesausblick hier für alle CFD-Trader. Ja, die Trader und die Aktienbesitzer, alle, die am Aktienmarkt tätig und aktiv sind und aktiv geworden sind, das sind ja Millionen neuer Anleger. Die lassen sich nach den zwei starken Quartalen, die jetzt zu Ende gegangen sind, mit diesen starken Kurszuwächsen nicht aus der Ruhe bringen. Die Unkenrufe und Crash-Propheten dieser Welt, die im März von einem weiteren Absturz gewarnt haben, werden von der tatsächlichen Kursentwicklung Lügen gestraft. Warnungen, die damals ja nicht funktioniert haben, werden auch jetzt ignoriert. Die Anleger haben sich für eine moderate Korrektur der Kurse im Vorfeld des Wahlkampfes im Verlauf des September abgesichert. Das haben wir in dieser Sendung aufgegriffen. Das kann man sehen in den Handelsbüchern, in den Daten der Terminbörsenaufsicht, CFTC, die nennen sich Commitment of Traders Daten. Die werden immer jeden Freitag um 21.30 Uhr veröffentlicht für den Zeitraum Mittwoch und eine Woche zurück. Und das sieht man eben zeitverzögert. Starke Short-Positionen im Nasdaq Future. Ja, wahrscheinlich auch aus diesem Grund sind auch die fallenden Kurse, die wir da jetzt an einzelnen Tagen gesehen haben, die führen nicht zu Folgeverkäufen, sondern da wird dann am nächsten Tag die Gunst der Stunde genutzt, um eben die tieferen Kurse zum Verstärken von Positionen zu verwenden. Der DAX, der profitierte von überzeugten Käufern. Und das ist auch der Effekt, den wir haben, einer Notenbank, die unlimitiert Anleihen kaufen möchte, um sich hier gegen fallende Kurse auch abzusichern. Und zwar nicht die Fed, sondern damit die Anleger abgesichert werden. Der Fed-Put, der viel zitiert wird, der ist ja aktiv. Wenn die Kurse zu stark fallen, kann man sich darauf verlassen, dass die Notenbank etwas tun wird. So ist es zumindest wiederholt, jetzt auch von Jerome Powell und auch von allen Direktoren innerhalb der Notenbank gesagt worden. Und die Fed verkauft keine Anleihen mehr, sondern sie kauft Anleihen und das sogar unlimitiert. Und hat auch gesagt, dass sie ihre 2% Ausrichtung des Inflationsziels, das hat sie auch über Bord geworfen, würde also eine überschießende Inflation über 2% auch tolerieren. Also ja, es ist fast schon ein Blankoscheck, die FED ausschreibt für die Anleger. Und die EZB, das haben wir gestern von Christine Lagarde gehört, tut es ihr gleich. Das ist immer so, was die FED vormacht, müssen die anderen großen Zentralbanken nachmachen. Weil was würde passieren, wenn die EZB jetzt sagt, nee, also das machen wir nicht mit, dann würde der Euro nach oben schießen und die Exportwirtschaft der Eurozone würde in die Knie gehen. Also das geht nicht, die müssen da in die Fußstapfen der FED treten, das, was die FED vortanzt, tanzen die anderen nach. Und viele denken sich jetzt in dieser Gemengelage, wenn die Regierungen, die zuvor nicht genug sparen konnten, ja, die Austeritätsprogramme, wie es das so schön genannt hat, wenn die jetzt plötzlich mit Billionensummen um sich werfen, dann muss ich am Aktienmarkt dabei sein. Und das ist die Logik, nach der dieses hier Regie geführt wird an der Börse. Und bis jetzt geht diese Rechnung auch auf. Die Wirtschaft und die Unternehmen, die haben sich im Jahresverlauf anpassungsfähig gezeigt. Das ist ganz, ganz wichtig und stellen sich mehr oder minder gut, so gut sie es können, auf die neue Situation ein. Das bedeutet bei einigen Unternehmen massive Neuanstellungen, weil sie eben profitieren von der Situation. Das heißt bei anderen aber auch Entlassungen. Insofern ist das nichts Neues an der Börse. Ja, also die einen Unternehmen expandieren, die anderen schrumpfen, einige scheiden aus. Andere wie Palantir kommen neu an die Börse, werden gefeiert, weil sie Zukunftsthemen bedienen. Und technisch ist es so, dass wir jetzt auf Tagesbasis keine große Wendemuster reaktiviert haben. Das ist der Tageskerzenchart vom Germany 30. 12.748 Punkte ist der neuralgische Punkt, der jetzt getestet wurde mit dem Rückgang gestern. Heute geht es 108 Punkte wieder nach oben. Dieses Niveau 12.750, um es einfach zu halten, wird gehalten. Damit gibt es keine Reaktivierung des Trendwendemusters auf Tagesbasis. Damit besteht die Möglichkeit, dass wir einen bullischen Druckaufbau nach oben sehen, dank der überzeugten Käufer, die eben hier eingestiegen sind. Und noch einmal im weiteren Verlauf das September-Hoch nochmal testen, 13.339. Und dann sehen wir mal weiter, natürlich auch die dieswöchigen Hochs bei 12.948 sind auch ins Auge zu fassen. Das Ganze werde ich mir dann auch nochmal intraday anschauen, im 4-Stunden-Kerzenintervall, im Stunden-Kerzenintervall. Da wird das Ganze noch ein bisschen diffiziler, deswegen brauchen wir da eine ganze Stunde dafür. Ab 9 Uhr geht es dann los im Livestream, im Börsenbuffet. Ich
Ich freue mich, wenn Sie einschalten, lade Sie herzlich dazu ein. Ansonsten, ja, have a nice day und einen erfolgreichen Trading-Tag wünsche ich Ihnen. Machen Sie es gut.